Delta November Alpha Roger. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, so kommt er hin. Wir erwarten den neuen Star der Flotte. Jawohl. Ich taufe diesen neuen Lufthansa Airbus A350 auf den Namen der Stadt Nürnberg. Ja, mein Name ist Martin Höll, ich bin Ausbildungskapitän bei Lufthansa und Flottenchef der Intercon-Flotte in München. Ich lade Sie ein zu einem Flug nach Boston. Lernen Sie den A350 kennen und sehen Sie auch, wie er hergestellt wurde. Tolle Erfahrungen, tolle Einblicke, die auch mich überrascht haben. Lufthansa Fort Support, 121975, bitte schauen, gute Reise. Take-off. Spricht eigentlich alles für einen ruhigen Flug bis nach Boston. Oh, das ist not good. Engines gehen runter. Okay. Engine all engine flame out. Ja. Speed is below 3 dot. Ja. Alt, okay. Blue, declare emergency. Lufthansa 350, Mayday, Mayday, Mayday. Ryanair 749 Alpha, climb level 350. Palafel 350, adieu. Pretty smooth. Ja. Ich bin heute in Bremen, hier in Toulouse, in Stade. Das ist ein Bereich, der normalerweise top secret ist. Da wollte Airbus was Neues, was Besseres. Ja, das sind zwei DIN-A4-Blätter und damit können 400 Passagiere schnell internetten. Und ob man es glaubt oder nicht, das Ganze machen wir in 7,5 Tagen. Ich beeindrucke. Ja, ich beeindrucke. This is the most amazing story which comes up. This will change our world. Wir nehmen einen Laser und schweißen von oben dieses Pulver wieder zu einem Bauteil Lage für Lage. Und unser Drucker schafft sich mal in 2D. Und? Oh, ah, nein, druckt. Er druckt. Sound of 4-10-26 miles from Milton, Redding 010 to center, maintain 2000 until south from the localizer, cleared out of my forward approach, maintain 170 knots and Milton. Lufthansa 424, right heading 010, descending 2000 feet, cleared alles, approach runway 04 right. So, ich glaube, das war's mit Sonne, gell? Ja. Runway straight ahead. 100 above. Ja, jetzt halt. Runway ja, 28 Knoten Wind habe ich. Runway 9er, clear for takeoff, hold my mic. 200. Minima. Okay, thank you. Oh, nein, er druckt. Contact departure, good night. Don't try to apprehend it.